Das ist eine Großformatkamera, mit der kann man Fotos machen. Ja. Man stellt das hier ein, wie scharf das sein soll, und dann kann man das noch hier so drehen, damit es auf dem Bild unten oder oben nur scharf ist und auf den anderen Stellen halt nicht scharf. Wenn man hier den Verschluss aufmacht und kein Film drin ist, kann man auf der anderen Seite auf dem Kopf herum ein Bild sehen. Wenn das dann scharf eingestellt worden ist, macht man den Verschluss wieder zu. Hier stellt man die Zeit an, wie lange das belichtet werden soll. Zum Beispiel kann man jetzt eine halbe Sekunde machen. Drückt auf den Knopf und dann hat man ein Foto gemacht. Also das Ganze haben wir mit einer Technik aus dem 19. Jahrhundert gemacht, die heißt Van Dyck-Technik. Als erstes mussten wir so ein Blatt Papier mit so einer Flüssigkeit bestreichen. Dann haben wir halt, nachdem wir es verstrichen haben, geföhnt, also trocknen lassen. Und dann ist das so gelb ist das dann so ungefähr. Ein bisschen heller ist es noch. Und dann haben wir das halt mit Tesafilm befestigt, so dass es dann irgendwie so passt. Und dann haben wir Glasscheiben draufgelegt und dann haben wir das unter UV-Licht ausgesetzt. Also wir haben da hinten eine Lampe stehen und haben aber auch unter der Sonne gemacht. Ja. Und danach haben wir das abgemacht, wenn es fertig war, und dann durch so Wasser, verschiedene Wassersorten gezogen. Erst haben wir es in destilliertes Wasser gelegt und dann nochmal in normales Wasser und zum Schluss nochmal in so ein Wasser mit so einer Chemikalie. Und dann war es fertig. Dann musst du es nur noch trocknen. Dass man Bilder so unter der Sonne halt entwickeln kann. Ich habe sowas zwar schon mal im Fernsehen gesehen, aber ich konnte es mir nie vorstellen, wie es wirklich funktioniert, und deswegen habe ich das gewählt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ja, also wir haben hier mit der Großformatkamera gearbeitet. Ich habe hier ein kleines Beispiel von einem guten Freund. Ja, also hier haben wir dieses Bild. Das wurde halt so aufgenommen, dass wir also erstmal ein Bild gemacht haben, halt nur von der Person selber und danach halt von der Mauer. Und diese beiden Bilder haben wir dann halt jeweils zusammengetan. Ja, also hier habe ich ein Bild von Thorsten Lührsmann gemacht. Und darauf habe ich mich konzentriert, dass ich Thorsten im Fokus stelle und die Äste vor ihm halt verschwommen sind. Das Bild sieht eigentlich ganz gut aus, das ist auch schön geworden. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn das so ein älteres Bild wäre, wie von früher mit einer älteren Kamera, wegen den Farben. Und es ist ja auch schwarz-weiß und ja, es ist aber ganz schön geworden eigentlich. Hier ist ein Bild von der Emsbrücke an der Clemenskirche auf die Ems. Dort haben wir auch ein wenig mit der Schärfe der Bilder gespielt oben.
hier ein weniger scharf und unten eher fokussiert. Für mich wirkt dieses Bild wie ein Frühlings- oder Herbstnachmittag. Ich finde, es erinnert mich auch ein bisschen an die frühere Fotografie, wie die das vor der Zeit der Digitalkamera gemacht haben. Und das Bild wirkt einfach von den Formen her echter als bei einer Digitalkamera. Wir sind zur Telge gegangen und haben mit der Großformatkamera ein Bild von der Telge gemacht, also jeweils vier. Einmal von unten rechts, unten links, oben rechts und unten oben links. Und haben dann hier zusammen, also die Bilder zusammengelegt. Also nach dem Rundgang in der Stadt hatten wir die Idee, mal auf den Spielplatz zu gehen. Und da sah ich einen Busch und da hatte ich die Idee, dass sich da ein Mitschüler reinstellen könnte. Diese Idee kam einfach ganz plötzlich, einfach spontan und mir gefiel das auch, wie das aussah. Wir haben auch nur eine Linse benutzt, also ein Objektiv, und deswegen ist auch nur eine Stelle fokussiert, anstatt noch, dass die anderen noch fokussiert worden sind. Deswegen sieht das auch in der Mitte klarer aus als aus drumherum. Also ich sehe hier zum Beispiel, dass man einen Ausschnitt des Körpers ganz klar sieht, dass es irgendwie von einer alten Kamera eine schönere Sicht hat als einer Digitalkamera. Sieht viel effektiver aus und hat auch so eine reale Wirkung.